Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, hier ist wieder euer Joker und der große Preis von Monaco steht an in Monte Carlo. Ja, ich habe eben schon wieder Training gemacht und ich kann eigentlich nur sagen, kein Kommentar, das war wirklich, wirklich nothing. Die Mauer ist mein Freund. So viel kann ich eigentlich hier schon mal zu dieser Strecke sagen. Hab mir beide Vorderräder abgefahren. Also ich werde hier, glaube ich, nicht sehr schnell fahren können. Ich muss so höllisch aufpassen, schon alleine bei den Geraden, weil einem da so schnell was passieren kann. Die Haarnadel dazu. So, da haben wir schon wieder den ersten Einschlag. Warum? Ich weiß absolut nicht, wie das hier mit dem Vorwärts- und Rückwärtsfahren geht. Mit der Leertaste zwar, aber... Oh, ist das ein schrecklicher Kurs jetzt schon. Achso, ich glaube, das könnte der erste Kurs werden, wo ich nicht das Ziel erreiche. Auch die nächste jetzt gleich. Nach der... Oh, könntet ihr beide bitte irgendwie... Oh, was ist denn das, ey? Gut, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Platz hier. Aber den Mauer-Counter, glaube ich, werde ich nicht machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir das Rennen nochmal in der Wiederholung angucke. Und mir dann noch meinen Reim drauf mache. Auch nach Start und Ziel hat es mich zerrissen gehabt. Ja, oder so. Es tut mir leid, Takagi. Ich glaube, der kann auch weiterfahren. Der kann auch weiterfahren. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin auf einer schnellen Runde. Und ich hoffe einfach mal, ich bekomme hin, dass ich nicht irgendwie in der letzten Reihe starte. Das ist jedenfalls mein Ziel jetzt hier. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, an sich ist ja, ich sag mal, es sind zwei, drei Kurven. Die hier zum Beispiel. Die ich schon wieder fast vergeigt hätte. Aber ich fahre auch viel zu schnell hier. Man sieht ja, wie die Gegner hier durchschleichen. Ich hoffe jetzt einfach mal... Ja, natürlich! Danke! Ja, so viel dazu. Na, das war doch mal echt hammergeil. Dieses Qualifying. Jawohl! Der Frenzen hier. Kabam! Alle Räder müssen weg hier. Ja, das hat sich gelohnt, finde ich. Ja, das wird dann doch der letzte Platz werden. Hallo? Hallo? Ich hoffe, ich werde schnell weggetragen hier. Das ist ja... Jetzt könnte da mich gerade ja. Bringen. Ja, klar, jetzt wo sie vorbeikommen. Ziehen sie mich hier weg. Das ist auch schön.
Vielen Dank dafür. Ja, was will man machen? Weiß ja nicht, habe ich noch ein Ersatzauto? Kann ich das hier irgendwie machen? Doch, Tatsache. Tja, na, was ein Glück. Vielleicht sollte ich mal versuchen, hier in der Cockpit... Nee, ich soll's nicht. Warum fährt der nicht vorwärts? Ja, nach 20 Jahren. Oi. Das könnte das lustigste Rennen der Saison werden für mich. Sage ich schon mal voraus. Punkt 1, ich muss Glück haben, dass ich jetzt keinen weiter treffe hier zum Überholen. Ja, ein leck mich. Frustrierend, Purin. Kann man nicht ohne den Scheiß Frontflügel fahren hier? Nee, das sieht nicht. Komm schon, das geht da, damit kann man noch fahren. Naja, nicht unbedingt. Aber ich versuch's trotzdem, oder? Nein, ich möchte da nicht rein. Ich möchte jetzt noch eine Runde fahren. Wenn das nicht klappt, könnt ihr mich machen. Ja, ich hab die erste Kurve mal gekriegt. This is awesome. This is awesome. Okay, wenn sie sich für mich ohne Frontflügel besser fahren würde. Naja, zumindest bin ich mal irgendwie schneller. Also wenn ich damit eine Bestzeit hole, dann sollte ich wirklich den Frontflügel abbauen lassen. Ja, obwohl der sauber ja nicht unbedingt der Maßstab sein sollte, ja. Aber wenn wir vorhin sauber sind, sollte eine Position von den Top 10 schon möglich sein. Nein. Nein, nicht in die Box! Nicht in die Box! Bist du wahnsinnig. Du Scheiße. Ich hätte das ausmachen sollen, aber sieht glaube ich gar nicht aus. Gut, mehr wollte ich nicht, mehr will ich nicht. Nee, oder? Wir haben tatsächlich die Pole. Oh, Scheiße. Ich fasse es nicht. So, kein Regen. Wie viele Runden fahren wir hier? 16 Runden, okay. So, Frenzen. Dann Ralf Schumacher, überraschend. Villeneuve auf 3. Fisichella auf der 4. Schumacher 5. Panis auf der 6. Häkkinen nur auf der 7. Also große Überraschung hier. Dann Wurz, Herbert auf der 9. Takagi 10, Alesi 11. Rosset 12, Salo 13. Was geht denn hier ab? 14, der Irvine, Hill 15. Kultart auf der 16. Petrodine 17. Verstappen 19, Nakano 20 und Toro 21 und Trulli 22. Ja, das ist doch mal ein lustiges Fahrerfeld.
16 Runden. Wie oft werde ich mir den Flügel oder irgendein Rad abhauen? So, die erste Kurve treffen, das ist schon mal... Und wir gucken mal ganz kurz. Was hier so die Action Cam sagt. Aber hallo. Wie es aussieht. Geht's da ganz schön gedrängelmäßig zu. Gut, und wir gucken noch mal. Schauen wir nochmal hier, die Action Cam. Was da hinten so abging. So aussieht, scheinen da alle ganz gut noch vorangekommen zu sein. Hoch, Anspannung pur hier. Die knallt schon wieder hier gegen, ey. Dabei fahre ich schon so eng, wie es nur geht. Hier traue ich mich auch nicht großartig Gas zu geben. Irgendwie kam mir die Strecke schon mal breiter vor, ich weiß nicht. Oh Gott. Dass ich hier noch nicht in der Mauer hänge. Oh, fuck it. Das war Nummer 1 im Rennen. Na, die Kurve gefällt mir, da komme ich gut vorbei. Ja, hier dann weniger und schon stehe ich. Ach Mann! Ich komme mit diesem Rückwärtsfahren ja einfach nicht klar. Ja. Tut mir leid, Leute. Mann! Ist das eine Scheiße, ey. Ich verstehe, weiß nicht, wie es mit dem Rückwärtsfahren geht. Was soll ich denn machen? Mann, ey, ist das ein Kack. Könntet ihr mal wegfahren? Na, super. Ach, ist das eine Scheiße. Ja. Okay. Also, Monaco gefällt mir schon mal absolut super. Eigentlich könnte ich auch eine Runde planschen gehen. Ich weiß absolut nicht mit diesem Rückwärtsfahren hier.
Wie oft muss man da raufdrücken auf die Leertaste, dass er überhaupt mal das annimmt? Ach ja. Da ist der Jos Verstappen. Na. Oh. Ah, schade, war schon vorbei. Wieso nimmt der das denn so spät auf? Waren doch noch keine 20 Sekunden jetzt. Wahrscheinlich doch. Verstappen ist out of the race. Ja, ja, ja. Ich hab doch nichts falsch gemacht. Er hat doch nicht zurückgezogen. Ja, ja. Ich hab gesagt, das wird ein lustiges Rennen. Mal gleich Jos de Bos auf links gezogen. Oh, ist das eine Scheiße, ey. Und wir hängen wieder mal. Also ich denke, mein Quert, einige, die vorne sind, hier noch, dass die mich überrunden. Die sind ja schon in der nächsten Runde alle, ey. Frenzen. Mach das Rennen zu Ende. Egal wie. Also wer diesen Grand Prix gerne fährt, ich weiß nicht. Und jetzt stelle ich mir das mal 78 Runden vor. Okay, naja, ich werde nach ein paar Runden würde ich ausscheiden und dann ja, würde mir den Rest vom Fahrerfeld angucken. Hier unten fahren sie alle. Ich jetzt mehr vorstellen, ich feiere so richtig gut. Eins, zwei richtig geile Runden. Vielleicht ist ja dann noch ein Platz drin. Ja. Ich weiß, ich fahre die zu schnell. Aber was soll's? Das ist schon hart am Limit gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Montreal schon mal. Da ist die Strecke dann wieder ein bisschen breiter und hat nicht so viele Banden. Uiuiui. Noch ist mein Frontflügel dran, was mich auch ein bisschen verwundert. 19 Sekunden. Yeah, schnellste Runde. 1,28 hier. Ich war 3 Sekunden schneller als Ralf Schumacher. Ralf Schumacher ist auf jeden Fall noch in Führung, wie ich sehe. Das sind diese blauen. Die blauen da oben. Zweiter ist Wiese Keller und Villeneuve ist noch dritter. Aber ich ahne, dass ich jetzt so langsam, als ich hier rinkomme,
Ja. Vor allem, wenn ich merke, dass ich unter 50 km/h die Haarnadel fahren muss. Aber okay. In der nächsten Saison wird es wahrscheinlich besser, hoffentlich mal. Aber wer weiß, vielleicht holen wir noch ein bisschen auf. Immerhin 16 Sekunden. Boah, leckt mich, Leute. Drei through Penalty. Wegen dieser kleinen Scheiße, ey. Ah, die muss ich, glaube ich, in den nächsten drei Runden, glaube ich, absitzen, ne? Shinji Nakano ist... Ach, toll. Ah, super. Ja, ja, ja. Das sehen wir uns natürlich auch nochmal an. Und... Boom! Da ist er weg. Da wird dann langsamer der Shinji. Da war ich noch so abgelenkt, die Aufhängung. Naja, kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich noch ins Ziel komme. Wenn ich noch in die Box komme, was nicht so gut aussieht. Ne. Mir tun alle die leid, die jetzt hier hinter mir fahren kommen. Angefahren kommen. Und dann noch im Tunnel. Mich hier noch irgendwie an die Box retten. Ja, dieses Geräusch ist auch geil. Wenn man einen Rapt weniger hat. Wow! Vorsicht, Ralf. Na, warum fährst du denn nicht? Mein Gott, nee. Ja, jetzt auf einmal. Ich hab davor schon gebremst. Ja, Villeneuve, du Idiot. Schubst du mich an. Nein! Oh Mann! Ach so, man muss Gas geben. Ja, und wie muss man dann... Warum fährt der nicht vorwärts? Ist doch scheiße, ey! Mann! Oh, ist das ein Kack-Hombri. Danke. Ja, na mach da, lass mich da losfahren. Hä? Was willst du denn jetzt von mir? Ja. Hm.
Jetzt sag mir nicht, ich muss normal in die Box in der nächsten Runde. Natürlich muss ich normal in die Box. Nee, doch nicht. Wer ist denn schon wieder hinter mir hier? Das Formel-1-Rennen des Grauens zeigen, ne? Aber okay, wenn Schumacher nicht so viel punktet und auch Häkkinen nicht, dann kann er sich jetzt vielleicht noch ein Vierter hier in die WM einmischen. Vielleicht Ralf. Wer weiß, wer weiß. Minuten 10 Rückstand, ey. Hä, jetzt sind es 3 Sekunden, hä? Wir sind ja jetzt schon in der 10. Runde. Die anderen haben schon einige Runden mehr. Müssten schon in der 11. dann sein. Oder? Hä? Oh, was weiß ich. Ich fahre jetzt hier hinten, mache meine Runden. Nach dem starken Auftakt in Australien und den knapp verfehlten Punkten in Brasilien, Platz 7, folgt ein 4. Platz in Argentinien. Und ein 3. Platz in Imola, glaube ich. Und zuletzt ein starker Sieg in Spanien, ja. Und nun gibt es den letzten Platz, wenn überhaupt. Nachdem ich aus Verstappen noch rausgehauen habe, aber der letzte vielleicht noch im letzte verbliebenen Fahrerfeld, so möchte ich mal sagen. Oh, 1,24 nur noch. Oh, diesmal habe ich es aber richtig gut bekommen. Ja. Auch nicht schlecht. Und ich fahre nochmal eine Runde, die schnellste Runde hier. Auch interessant. Die Zeiten, da verstehe ich nicht. 7,9, dann zeigt er mir jetzt gleich wieder irgendwas von einer Minute noch was an. 1,22? Hm. Ja, wenn manchmal die so eine dämlichen Fahrfehler drin wären, würde ich hier auch ganz gut zurechtkommen, aber jetzt sind es von 7,9 auf 8, noch was. Die Rechnung geht für mich nicht ganz auf. Vielleicht eingelenkt. Oh, wunderschön genommen. Hauptsache, ich hab die schnellste Runde. Oh. Das war schon wieder ein Risiko hier. Ich weiß auch nicht, ob die Reifen vielleicht schon irgendwie hinüber sind hier. Oi. Da bin ich so fahre auf jeden Fall.
Irgendwie höre ich da vor mir welche. Gucken wir mal kurz auf die Map. Oder sind es eher hinter mir welche, die da gerade gefahren sind? Die ersten drei hat sich, wie es aussieht, nichts geändert. Schreib Schumacher, Fisichella und Villeneuve. Können wir gleich mal auf der Zielgeraden gucken, wenn es in die letzten drei Runden oder so geht. Bis mir da mal das Hinterrad abknallt. Und da ist schon wieder mal das Rad weg. Oh Mann, ey. Das gibt's nicht. Ich verstehe nicht diese Sache hier. Mann, ey. Hallo, warum fährt er denn jetzt gar nicht mehr vorwärts? Wieso kann ich jetzt eigentlich keinen Pitstop machen? Oder wieso wird mir jetzt kein Pitstop angezeigt? Ja, doch. Muss ich halt hier von alleine machen hier. Da müsste halt warten jetzt hinter mir. Kein und nicht dafür. Oh, ich stehe hier seit Stunden. Hier so meine Runde. Und ich finde keinen Parkplatz. Weil mir der Bennett dann am Arsch hängt. Ja, der fährt mich auch noch rin. Fahr doch vorbei. Ist doch nicht so schwer, oder? Nee, nee, ey Gott. Ja, dann schlitze ich mir hier noch die Reifen auf. Auch gut. Ey, sag mal, bist du hämmert? Was fahrt ihr denn hier? Ey, ich glaub's ja, ey. Das war jetzt nicht meine Schuld. Auf jeden Fall werde ich den sauber gerade abgeschossen haben. Von Johnny Herbert. Oder er hat sich selber abgeschossen. Ach, scheiße. Ach, Schweine ab, dass ich da... das Kult hat, da sich nicht rein hier dingst hat. Na gut, meine Freunde. Also über dieses Rennen mache ich drei. Ach. Ich begreife es nicht. Ist er wieder Herbert? Wenn er kleine Box fährt? Ja.
Nein, nein, nein. Rinder in die Schüssel, Rinder in die Schüssel. Ja, was denn, wie Gang wechseln? Mich verarscht? Nicht das Rennen bald zu Ende, bitte. Ich halte nämlich. Hey, was ist denn? Mich verarschen? Ich drücke nach da. Hä? Ach nee, Leute. Also noch verkorkster geht, glaube ich, kein Wochenende. Da kann ich mich ja richtig freuen. In der nächsten Saison. Also, Monaco scheint ja schon mal die Hassstrecke aller Zeiten für mich zu werden hier. Weil man irgendeinen scheiß Fehler macht hier immer und. 'Gibt's wieder so eine schöne Abschnitte, die ich jetzt hier so gut kriege? Überholmanöver kann man ja eigentlich oft nicht versuchen. Auch wenn man schneller ist. Oder doch? Ist das ein Kampf hier, ey. Entschuldigung. Muss mal vorbei. Finishing Line. Wir sind immer noch nicht in der letzten Runde. Sind wir jetzt endlich in der letzten Runde mal? Zwei Runden Rückstand, ey. Wann kommen denn die anderen endlich mal ins Ziel? Wow. Möge doch endlich mal der Erste ins Ziel kommen, danke. Danke, Ralf Schumacher, nach 24 Minuten. John Mugen Honda. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nach zwei Runden hier fahren. Ich denke mal schön irgendwie. Ich hoffe mal nicht. Glückwunsch an Ralf Schumacher, der somit in seiner ersten Saison, 98, eigentlich gewann er ja kein Rennen, aber hier gewinnt er gleich mal Monaco, also Respekt. Am Zweitplatz gestartet. Ja, endlich. Oh mein Gott. Komm mal, ist gleich vorbei ist hier. Ja, danke.
Vielen Dank, meine Herren. Ihr habt jetzt schon, wenn ihr jetzt das Spanien-Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie ich es mache. Dann, also am Ende des Videos, werde ich wieder noch, dann nochmal wieder die Punkte, also Fahrer und Konstrukteur SWM, statt vorlesen. Ja, und danach zeige ich euch das dann, wie es ja der Stand ist. So, Ralf Schumacher also gewinnt. Vor Fisichella Villeneuve. Schumacher wird Vierter. Wurz Fünfter und Häkkinen holt auch immer einen Punkt. Panis Alesi, Takagi, Kulta, Zalo, Hill, Dinitz, Irvine. Barrichello, Rosset, Toero, Herbert, Trulli. Ich habe das Rennen nicht abgeschlossen. Okay. Weiß zwar jetzt nicht warum. Aber zwei Runden Rückstand zählt wohl nicht mehr. Nakano und Verstappen, den ich abgeschossen habe. Gut. Dann lese ich euch nochmal die Fahrer-WM schnell hier mal vor. Häkkinen mit 37 Punkten, 6 Punkte vor Schumacher, 31. Frenzen, also wir haben 10 Punkte Rückstand, 27. Ralf Schumacher hat 20 Punkte jetzt. Kult hat 15, Villeneuve 10, Fisichella 6, Wurz und Irvine je 4, Hill und Herbert je 1 Punkt. Und die Konstrukteursweltmeisterschaft McLaren 52 Punkte vor Williams, 37, Ferrari 35, Joaquim Honda 21, Benetton Villeneuve 10 und Sauber Petronas hat 1 Punkt. Gut, dann bedanke ich mich. Wir sehen uns in Montreal wieder. Und ich garantiere, da wird es besser laufen. Und bis dann.